Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es ist Woche 10 von 12 Wochen bis Weihnachten. Sind nur noch 2 Wochen bis Weihnachten. Es ist unglaublich. Und ich zeige euch heute nochmal eine Karte. Ihr seht hier schon mal die Sachen, die ich benutzt habe. Denn ich habe gleich ein Stempelset benutzt, was in meinem Adventskalender war. Und zwar ist es das hier, ein Layering-Stempelset, mit dem man einen Weihnachtsstern machen kann. Und ich finde, das ist halt einfach so schön. Das musste ich euch einfach zeigen. Ich brauche hier eine ganze Menge an Farben. Ich zeige euch aber auch, wie ihr das mit weniger Farben machen könnt. Die Maße für die Papiere stehen unten wie immer in der Infobox. Ich habe mir zuerst hier den Stempel aufgezogen, der den Rand des Weihnachtssterns stempelt. Die Stempelsets oder die Hersteller geben das meistens andersrum an, also dass man dann die Outline zum Schluss stempelt. Das finde ich aber ein bisschen schwierig. Da müsst ihr einfach gucken, wenn ihr so ein Layering-Stempelset habt, was euch passt. Und die Außenlinie stempel ich immer in der dunkelsten Farbe. Und ich habe hier Chili, also so ein richtig schönes Dunkelrot genommen. Bei meiner Stempelhilfe kann man die Platten rausdrehen und wieder umdrehen. Wenn ihr sowas nicht habt, dann ja, müsst ihr halt immer wieder den Stempel neu positionieren. Ich kann die Platte drehen, Stempel positionieren, nehme jetzt meinen zweiten Rotton und färbe damit den Stempel wieder ein, sodass man einfach einen schönen unterschiedlichen ja, Farbübergang hinbekommt und damit es nicht, dass es nicht zu kantig aussieht. Dann nehme ich mir meine zweite Platte und jetzt kommt der dritte Stempel. Den mache ich jetzt in so einem Hellrot, das ist Calypso. Ihr wisst ja, ihr passt es wie immer mit euren Sachen an. Und den stempel ich jetzt vollflächig. Also mit der, ich stempel nicht zwischendurch ab, sondern nehme komplett die Farbe. Während ich bei der vierten Lage dann einmal zwischendurch abstempel. Das ist nämlich jetzt der vollflächige Stempel. Den stempel ich jetzt zum Schluss. Während ich hier einmal abstempel, damit die Farbe nicht zu stark wird. Und so kann man ganz einfach diesen Weihnachtsstern kreieren. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Acrylblock machen, da müsst ihr aber den Kopf deutlich mehr über das Stempelmotiv halten. Ist fürs Video jetzt eher schwierig. Und dann gibt es hier noch so zwei kleine Punkte und die stempel ich in die Mitte, einmal in grün und einmal in gelb, so wie es ja, bei dem angegeben ist. Das hier ist auch eine allgemeine Anleitung, wie ihr mit Layering-Stempeln arbeitet. Ich weiß, dass es ja vom Action auch immer wieder unterschiedliche Sets gibt. Das könnt ihr natürlich genauso auf diese Sets wie auch auf alle anderen übertragen. Dann habe ich mir auf einen vollflächig klebenden Post-it einmal die Außenlinie des Stempels gestempelt und mit der Schere ausgeschnitten, sodass ich jetzt eine Maske habe, um die Blätter zu stempeln. Dafür gibt es hier in dem Set 4 Stück, das ist ein Set von Marianne Design. Und auch hier fange ich wieder mit den Konturen an. Aber ich benutze diesmal nur eine Farbe. Das heißt, mit jedem weiteren Stempel, den ich benutzte, stempel ich ein weiteres Mal ab. Also hier jetzt zweimal und beim letzten dreimal, bevor ich stempel. Und sowas könnt ihr auch natürlich mit dem Weihnachtsstern machen, wenn eure Farbe so viele Abstempelnuancen hergibt. Das mit den Blättern habe ich dreimal wiederholt. Und damit ist unser Motiv schon fertig. Und das ist eine relativ schnelle Karte. Also ich habe jetzt nicht ungefähr 15 Minuten, knapp 20 Minuten gebraucht. Habe hier aus dem Kaisercraft-Stempelset mir Merry Christmas genommen. Auch das könnt ihr natürlich wie immer anpassen. Und auch das Kartenlayout an sich ist ein sehr leichtes. Ihr könnt hier auch mit einem normalen Stempel arbeiten für einen Weihnachtsstern und den kolorieren und dann den Spruch aufsetzen, euer Motivpapier in den Hintergrund und fertig. Und ich zeige euch hier auch noch, ihr braucht nicht immer farbiges Embossingpulver. Ihr könnt auch, wenn ihr euch beeilt, mit euren ganz normalen Stempelkissen euren Spruch stempeln oder euer Motiv und dann mit Klar drüber gehen und das Ganze embossen. Ihr braucht nicht jede Farbe als Embossingpulver, es ist völlig überbewertet. Das habe ich mit meinem Heißluftföhn geföhnt und das gibt einfach nochmal ein bisschen mehr her. Und dann habe ich nochmal aus meinem Karten und Meer, jetzt aus dem zweiten, diese Schneeflocken benutzt und die stempel ich mir in den Hintergrund. Ich habe dabei die Maske immer noch über dem Weihnachtsstern, einfach dass ich da auch in den Hintergrund noch eher stempeln kann, ohne dass
mein Motiv irgendwie ja, braune Stellen hat. Und mit meinem Fingerschirmchen gehe ich dann in dem Dunkelrot noch einmal um die Ränder rum. Hier könnt ihr natürlich auch das Braun nehmen. Das Rot hat aber zu meinem Motivpapier gepasst. Das ist nämlich aus einem der Lux Paper Blöcke. Das Papier ist ja der absolute Knaller. Ich liebe dieses Papier. Und ja, so langsam geht mir die Zeit aus, das noch alles zu benutzen, was ich davon habe. Deshalb habe ich es für die Karte benutzt. Karos gehen ja immer und das Papier ist sowieso der Hammer. Um jetzt noch so den letzten Touch dem Aufleger zu geben, habe ich mir die Aquarellfarben genommen und einfach mit Silber noch ein paar Sprenkel drauf gemacht. Auch hier habe ich die Maske wieder drauf gelassen, damit auf dem Weihnachtsstern keine Sprenkel landen. Aber das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Es ist auch nicht so schlimm, wenn die Maske nicht mehr drauf ist. Dann, genau, hier seht ihr, ich habe das auch mal mit anderen Farben ausprobiert, die Blätter. Also, wenn ihr so ein Layering-Stempelset habt, probiert erstmal aus mit den Farben und Farbkombinationen. Und dann findet ihr das Richtige, was zusammenpasst. Das Motivpapier klebe ich jetzt noch mit Flüssigkleber auf. Und meinen Aufleger mit dem Weihnachtsstern habe ich mit 3 mm 3D Foam Pads aufgesetzt und nochmal mit ein bisschen Flüssigkleber nachgeholfen. Setze das Ganze in die Mitte, ziehe die Schablone, die Maske noch ab und damit ist unsere Karte fertig. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen. Ihr könnt sie super anpassen mit euren Stempeln und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!